Pedale lösen, Pedale aufschrauben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Dr. Ralfs Bike-Sprechstunde. Diesmal das Thema Pedale öffnen, Pedale abschrauben, wechseln etc. Das ist nicht immer einfach, da die Pedale ja über die Jahre ziemlich festgebacken sind. Und hier ein Trick, wie ihr das ganz einfach lösen könnt, mit dem sogenannten Hocker-Trick. Das hatte ich auch schon in einem anderen Video als Tipp, um die Kassette abzunehmen, gezeigt. Das geht, wie gesagt, bei allen festgebackenen Teilen, sei es die Kurbel, sei es die Pedale oder Zahngrenze. So, ihr braucht dazu einfach einen Gattenstuhl oder irgendwas relativ Stabiles, was ihr findet. Zum Beispiel so einen Hocker hier, ich habe mal einen hingestellt. Dann nehmt ihr die Pedale und klemmt die auf diesen Hocker. Also, sodass die Pedale flach auf dem Hocker aufliegt. Bei Pedalen beachtet, es ist einfach zu merken, ein Fahrrad in Fahrtrichtung auf der linken Seite hat ein Linksgewinde, auf der rechten Seite ein Rechtsgewinde. Das heißt, wenn ihr die Pedale links aufschrauben wollt, links, Linksgewinde, links, dann dreht in den Uhrzeigersinn. Also mit dem Uhrzeigersinn nach hinten oben. Hinten oben kann man sich auch mal merken, stimmt auch für beide Seiten. Also linke Seite im Uhrzeigersinn aufdrehen, nach hinten oben. Linke Seite entsprechend auch wieder nach hinten oben drehen, aber gegen den Uhrzeigersinn. Also rechte Seite gegen den Uhrzeigersinn. Wir befinden uns jetzt auf der linken Seite. Und da wir uns auf der linken Seite befinden, drehen wir links, Linksgewinde nach hinten oben im Uhrzeigersinn. Wir haben die Pedale flach aufgelegt. Und stecken jetzt unseren Maulschlüssel oder den Imbusschlüssel, habe ich hier jetzt auch schon vorbereitet. Bei den meisten Pedalen ist es ein 6er Imbusschlüssel. Den nehmen wir, stecken den in die Pedale. Und zwar, dass der so ein bisschen nach oben steht, dass wir einen schönen Hebel haben. Und dann kommt jetzt wieder der Hockertrick. Wir stellen uns mit dem einen Fuß auf die Pedale, drücken die nach unten. Und mit dem anderen Fuß nehmen wir den Imbusschlüssel oder den Maulschlüssel und treten nach unten mit dem Körpergewicht. Und haben jetzt einen wunderschönen Hebel, diese Pedale zu öffnen. Ich demonstriere das jetzt mal. Also wenn ihr nicht gut im Turnen seid, schnappt euch jemanden, der gerne rumturnt. Es ist aber wirklich ganz einfach und vor allen Dingen sehr verletzungsunanfällig, weil man mit den Füßen arbeitet, zieht euch feste Schuhe an, dann passt das. Ich zeige euch das jetzt mal. Also ihr steigt auf den Stuhl. Dreht auf die Pedale und tretet mit dem anderen Fuß, wie gesagt, Linksgewinde im Uhrzeigersinn. Und ihr habt das Knallen gehört, die Pedale ist offen. Das war jetzt schon der ganze Trick. Auf der anderen Seite könnt ihr das analog machen. Und so ist es einfach, die Pedale abzuschrauben. Falls sie jetzt dann doch mal ganz schwer abgehen, könnt ihr auch noch, aber das ist eigentlich bei diesem Trick hier eigentlich nicht nötig, könnt ihr noch ein bisschen WD-40 drauf sprühen. Ihr wisst, dieses Sprühzeug, was so in die Lager kriecht, also zum Lösen ein bisschen drauf sprühen, anschließend das wieder reinigen und das ein paar Minuten einwirken lassen, dann kann das sein, dass das auch noch einfacher geht, aber in der Regel mit diesem Trick kriegt ihr eigentlich alles auf und analog könnt ihr das auch mit der Tretkurbel machen, da könnt ihr genau das gleiche machen, Pedale draufstellen, Pedale und die Tretkurbel öffnen oder, wie ich das in einem anderen Video gezeigt habe, die Kassette öffnen. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.